Moin, moin, meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sims 4 The Legacy Challenge. Jo, vielleicht sollte das Eber vielleicht mal ans Telefon gehen, denn es ist vorbei. Oh, was ist das denn für ein Balken? Wieso leuchtet der blau? Was sie gerade macht, wahrscheinlich. So, da ist noch ein bisschen Törtchen, das kann natürlich die Ela Jans gerne mal essen. Denn für ein Törtchen ist immer Luft. Auch vielleicht nicht mehr unbedingt in diesem Kleid. Nur da ist nicht mehr ganz so viel Luft drin. Warum steht ihr eigentlich wie trocken Senfbrot hier in der Gegend rum? Vor allem, wieso ist sie bei der Arbeit? Vielleicht sollte sie jetzt einfach mal aufhören zu fressen und zur Arbeit gehen. Das wäre ja vielleicht mal eine Möglichkeit, ne? Auch wenn es ein bisschen spät ist. Schuhmeister! Er könnte sich vielleicht einfach mal hinsetzen und vielleicht seine Hausaufgaben machen. Hm? Das wäre doch vielleicht mal eine Alternative. Das aufhören, Musik zu hören. Du bist gar nicht der Typ, den ich meine. Der ist der Typ, den ich meine. Ich wundere mich, warum hört er nicht auf mich? Und aus. Warum genau habe ich das Radio nochmal gleich gekauft? Ich glaube, ich verkaufe das gleich direkt wieder. Nur zu, oder pack's ins Familieninventar. Zu spät. Was ist das denn? Ach so, angeln, fischen. Ja, natürlich. Es stinkt hier alles ein bisschen. Oh, er muss auch zur Arbeit, aber jetzt aber ganz schnell. Ja, bitte rangehen. Shabini Jabin, Turp System, Shema Corbif. Warte, ich hatte Geburtstag. Außerdem bin ich jetzt Rentner. Ich brauche nicht mehr arbeiten gehen. Oh, das Gopher. Oh. Dafür musst du ihn auch definitiv in die Rente schicken. Oh, sie presst gerade. Aufräumen. Das schmeißen wir am besten einfach weg. Das will doch keiner mehr essen. Das besteht doch nur aus Zucker. Sie wollte sie jetzt nicht wirklich ins Bett legen, oder? Doch, du kennst dich hier ja aus, ne? Du weißt ja, wo das Schlafzimmer ist. Okay. Warum? Weiß man nicht, muss man nicht verstehen. Meinst du, das gibt Ärger? Nickerchen nebeneinander bekommen. Er ist halt auch ein bisschen müde und deswegen kann man ja eigentlich ganz gerne mal. Wobei, eigentlich könnten wir auch zur Arbeit gehen, oder? Ah, komm, scheiß auf Nickerchen. Der sieht top motiviert aus. Alter. Sehr kokett. Was ist das für ein Blick, ey? Was geht denn mit dem hier gerade? Na, Schnitte. Schon belegt. Genau der Blick, ne? Alter. Der ist. Da geht was. So wie der jetzt gerade drauf ist. Lock im Flover? Yeah, Flazit. Oh. Nee, hier geblieben. Halt! Mann, Dick, mit mir aus. Geht nicht! Wieso kann man das nicht? Dann küsst ihr doch die Hände. Vielleicht mag sie das. Nein, das will ich nicht. Es ist voll schwul hier zur Arbeit. Oh, gut, das wollte ich nicht gemacht haben. Gut, guck mal, wer da kommt. Mutti kommt heim. Das Mutti kommt nach Hause. Hat sie denn wenigstens Geld verdient? Ela hat keinen Job. Wieso hat Ela keinen Job? Ich vermute mal, dass sie gekündigt wurde. Aber warum? Traurig plus 3. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Na egal, sie braucht keinen Job. Sie kann Kunst.
Oder sollen wir doch nochmal auf Geheimagentin? Ach, das war irgendwie so wild. Eine Malerin. Meinst du? Vielleicht bringt's ja was. Ich weiß nicht. Ela ist jetzt Palettenreinigerin bei Kunstgalerie 1000 Worte. Ja. Ich glaube, mit ihren künstlerischen Fähigkeiten kann sie aber durchaus gerade mal ein Gemälde malen. Ein trauriges Gemälde. Das muss ein Burner werden. Das muss einfach ein... Oh Gott. Oh Gott. Das muss einfach ein... Das ist auch so niedlich. Warum? Das muss... Pass auf, jetzt kommt ein Clown oder sowas. Clown, der am Heulen ist oder so. Oh, das ist aber düster. Von dieser Brücke werde ich mich stürzen. Oh ne, warte mal, das ist eine Eisenbahnbrücke. Von diesem Zug werde ich mich... Bringt nichts, der kommt doch eh nicht. Ja, ist richtig. Vor allem dieser Kinderkanal, der gerade auf meinem linken Ohr am Jubeln ist, weil da der Fernseher ist. Das macht gerade ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Oh Gott, das ist aber echt finster, ey. Jetzt ist sie richtig traurig. Das wird garantiert ein Meisterwerk, ich sage dir. Ja, wenn ich die ganze Zeit noch diesen scheiß Kinderkanal da höre, ne, dann wird's auch nicht besser. Da fehlen Tränen auf dem Gemälde. Du musst sofort noch ein bisschen mit deinen Tränen benetzen. Und dann mit Whisky. Das gibt's. Es gibt einen besonderen Glanz auf dem Gemälde. Das kriegt man zwar auch durch andere Flüssigkeiten hin, aber dann nimmt man meist fertige Dinge. Das ist aber echt fies, das Bild. Oh, traurige Atmosphäre 6. Dafür ist sie jetzt selbstsicher, nicht mehr ganz so traurig. Ja, aber traurige Atmosphäre 6. Wenn du das irgendwo hinhängst, die Leute bringen sich doch sofort um. Oh, lass uns da so eine kleine Folterkammer machen. So alles voll mit solchen Gemälden gehängt und dann zur Strafe reinschicken oder so. 2 Stunden drin sitzen bleiben. Mal gucken, ob man so weit. Kann man vor Trauer sterben in dem Spiel? Oder sowas? Probier's doch aus. Wir behalten das auf jeden Fall erstmal. Das klingt echt vielversprechend. Leider kann sie kein trauriges... Oh, wir sollten das nicht dahin hängen. Ich hänge das erstmal hier hin. Die Atmosphäre ist ja nicht aktiviert. Stimmt, dann hängen wir es natürlich sofort dahin. So. Ich will kein Selbst... Abbrechen kann man es nicht, ne? 22 Stunden, das ist egal. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sie kann in der Zeit mal ganz kurz ein bisschen was essen gehen. Genau, mach mal einfach das, was du für richtig hältst. Unwohl, dreckig. Dann räum auf! Ja, verständlich, bei dem ganzen Mist, der da rumfliegt. Bauer ohne Frau. Ey, hier ist ja überall siffig. Putz mal ein bisschen. Ja, das war gut. Jetzt probierst du es nochmal. Ja, ja. Ja. Da fehlt noch. Ja. Oh, da fehlen noch ein paar Sachen mehr. Ich glaube, ich schmeiß die einfach weg. Aber da ist noch ein Teller. Spülen ist scheiße. Nein, er tut die Essens... Ah, cool. Vielleicht kommt jetzt der Teller. Nein, der Teller kommt nicht. Dann muss er halt nochmal ran. Dann muss er halt nochmal ran, genau. Ich glaube, der ist ein bisschen gebackt hier, oder? Ich glaube, ich stelle mich den mal vor. Der sieht merkwürdig aus. Wir stellen uns mal grob vor. Was ist eigentlich mit dir, Kröte? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Aber ganz schnell, Fräulein. Aber ganz flockig hier. Ela, du sollst das wegräumen. Immer diese Schludrigkeit. Oh, warte mal, sie ist sehr traurig, hervorragend. Lass das liegen und male ein sehr trauriges Gemälde.
Nein. Weswegen? Er malt aber wohl immer noch das traurige Gemälde, oder? Ja, okay. Voll konzentriert. Warum ist das auf einmal gekommen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich wegen Dingen. Ich glaube, das kann jetzt aber gar nicht so gut werden, weil sie jetzt gar nicht hauptsächlich in der Stimmung ist. Wir werden sehen. Das werden wir wohl. Nicht? Das werden wir wohl. Ne? Das sieht mir nach dem gleichen Gemälde aus. Aber egal, vielleicht wird es ja besser. Wir bräuchten mal so ein 5000er Meisterwerk oder so. Na jetzt komm, du brauchst doch nicht so lange. Du hast es doch schon mal gemalt. Ja. Aber diesmal fehlen die Tränen drauf. Ja, stimmt. Dafür weiß sie jetzt, was sie tut, dadurch, dass sie konzentriert ist. Sie malt das Ding ja einfach nur ab. Siehst du, da hinten ist jetzt... Ja, das sieht genau... Ja, sie kann natürlich durch Wände gucken. Siehst du da eine Wand? Also ich sehe da keine Wand. Meisterwerk oder kein Meisterwerk? Was sagst du? Wird's eins? Ja. Dann schließe ich mich mal deiner Meinung nicht an. Ist natürlich kein Meisterwerk geworden. 500, ja gut, kann man verkaufen. Mathematisches Diagramm können wir eigentlich auch mal machen, ne? Warum auch nicht? Wir haben's ja. Vor allen Dingen haben wir Zeit und vor allen Dingen brauchen wir Geld. Ich war jung und brauchte das Geld. Was denn? Was soll es sein? Was, du guckst so komisch. Boah, und wenn nicht gleich irgendjemand diesen Kinderkanal ausschaltet, ne? So. Das haben wir auch schon mal gemalt, das Ding, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und hier noch ein Strich und da noch ein Strich. Manchmal bist du echt das Brain, ne? Das sieht man doch. Warum braucht sie so lange dafür? Ach, weil wegen Mathe. Na klar, Mathe. Da braucht man halt was länger für. Ich finde vor allen Dingen, sie braucht gerade ganz schön lange, um den letzten Balken hier voll zu kriegen. Wieso dauert das so lange? Nee, Statistik wollte ich nicht. Da. Wo ist denn Kunst? Malerei. Auf Stufe 9. Fast 10. Ah, okay, jetzt Balken ist fast voll. Ah, wahrscheinlich noch ein, zwei Bilder, dann haben wir es auf 10. Der letzte Balken dauert aber eigentlich immer lange. Moin, ja. Moin, ja. Ah, ah, oh. Logikfähigkeit aufgestiegen. Toll. Oder braucht es da irgendein bestimmtes Ereignis, um den letzten voll zu kriegen? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie bei Sims 4 so weit gebracht. Ich glaube, das geht jetzt gar nicht auf die Malerei, das Ding. Deswegen dauert es auch so extrem lange. Ich glaube, das ist tatsächlich Logik. Oh. Ah. 127. Dann möchte ich gerne verkaufen. Hättest du auch aufhängen können. Hätte ich. Zu spät. Hängt da oben schon. Ist das auch mathematisch? Also hat das auch die Aura? Ja. Konzentrierte Atmosphäre. Ein realistisches Gemälde können wir mal malen. Es wird mal wieder Zeit für ein Meisterwerk. Bin gespannt. Ah, das Typische. Tisch mit Obstschale. Ja. Ein Stillleben. Wer kennt's nicht? Wer kennt es nicht? Wahrscheinlich sämtliche Leute, die keinen Kunstunterricht hatten.
Wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, wir sind wieder am Ende angekommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von dem Sim-Ding wieder. Sim-Ding, Sims 4 Legacy Challenge. Genau. Und bis dann, alles Gute und immer dran denken, immer mit einer Hand in der Hose einschlafen. Tschüss!